Steht da. Steht da. Ja. Steht da. Also was ist Land? Also Land unter. Das ist ein Spruch aus der Küstenregion, das kennt ihr vielleicht nicht so. Artikel 3a. Bayern bekennt sich zu einem geeinten Europa, das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist, die Eigenständigkeit der Region wahrt und deren Mitwirkung an europäischen Entscheidungen sichert. Bayern arbeitet mit anderen europäischen Regionen zusammen. Artikel 4. Die Staatsgewalt wird ausgeübt durch die stimmberechtigten Staatsbürger selbst, durch die von ihnen gewählte Volksvertretung und durch die mittelbar oder unmittelbar von ihr bestellten Volksbehörden und Richter. Artikel 7. Staatsbürger ist ohne Unterschied der Geburt, der Rasse, des Geschlechts, des Glaubens und des Berufes jeder Staatsangehörige, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Artikel 8. Alle deutschen Staatsangehörigen, die in Bayern ihren Wohnsitz haben, besitzen die gleichen Rechte und haben die gleichen Pflichten wie die bayerischen Staatsangehörigen. Das hat sie sich gewünscht. Ich wollte erst nicht, aber sie sagte ja. Kommst du noch mal her? Ja, ich bin jetzt auch kein Bio-Bayer, also ich bin aus Wolfsburg. Kennt jemand Wolfsburg? Ja. Nicken? Also ich sage mal, also nichts gegen Wolfsburg, ne? Also, aber ich sage, wer Wolfsburg kennt, dem gefällt es überall. Das ist schön. Und Wolfsburg ist übrigens, also muss ich jetzt mal, darfst du die Einlassung gestatten? Also ist meine Heimatstadt, ist ja schon ein bisschen, ich habe das auch geschildert hier. Ein bisschen Patriotismus bleibt ja. Also Wolfsburg ist die einzige Stadt, die im Zweiten Weltkrieg nicht bombardiert wurde. Wusstet ihr das? Da sind die Alliierten so rüber weggeflogen und haben gesagt, oh, hier waren wir schon. Nein, das stimmt natürlich nicht. Die haben es bloß nach dem Krieg einfach so gelassen. Das ist natürlich jetzt Schmarrn. Natürlich wurde Wolfsburg bombardiert. Das kann man nicht. Gut, ja, okay. Ja? Mich würde trotzdem mal interessieren, für wen gilt denn Artikel 8 auch noch? Als Nicht-Bio-Bayer. Mal schauen. Oh. Ja? Okay. Ja, traut euch ruhig. Hey Tim, du auch. Gut. Ich habe jetzt gelernt bei Markus H. Rosenmüller, das sind die Zugereisten. Die einheimischen Preußen. Die einheimischen Preußen, genau. Oder auch die innerdeutschen Migrierten, das habe ich auch schon mal gehört. Aber mittlerweile kann ich damit umgehen. Nee, du, 15. 13. 15, habe ich schon, 13. 13, mhm. Okay, ich 15. Ich wiederhole 13 aber nochmal, weil die Kollegin nicht zugehört hat. Der Landtag besteht aus 180 Abgeordneten, doch, habe ich noch nicht gesagt. Stimmt, den kenne ich noch nicht. Aber interessant, der Landtag besteht aus 180 Abgeordneten des bayerischen Volkes. Die Abgeordneten sind Vertreter des Volkes, nicht nur einer Partei, euch. Sie sind nur ihrem Gewissen verantwortlich und an Aufträge nicht gebunden. Jetzt darfst du wieder. Okay. Artikel 15. Wählergruppen, deren Mitglieder oder Förderer darauf ausgehen, die staatsbürgerlichen Freiheiten zu unterdrücken oder gegen Volk, Staat oder Verfassung Gewalt anzuwenden, dürfen sich an Wahlen und Abstimmungen nicht beteiligen. Die Entscheidung darüber, ob diese Voraussetzungen vorliegen, trifft auf Antrag der Staatsregierung oder einer der im Landtag vertretenen politischen Parteien der Bayerische Verfassungsgerichtshof. Aber die AfD ist noch erlaubt, oder? Tja. Darf man noch. Woran ist das so? Ja, aber vielleicht liegt das auch jetzt müssen wir noch mal hier das ein bisschen ausholen. Also ich hatte den Herrn Maaßen schon genannt, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Er nimmt seine Aufgabe ja anders wahr, als man vielleicht vermutet. Und du wolltest jetzt sagen, warum wir überhaupt jetzt hier zum Verfassungsschutz gehen. Ja, warum sind wir überhaupt hier verfassungsschutzmäßig? Warum muss ich als Wolfsburger den Bayern Verfassungsschutz predigen? Ich habe früher in Wackersdorf demonstriert. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal irgendwann dann hier sitzen würde und dass ich sage, ey, ja,
Aber warum, aber jetzt im Ernst, also wir sitzen ja hier, wir machen das ja natürlich auch zum Spaß und weil wir Freude daran haben und weil die Verena auch tolle Frau ist und so, das ist alles schön, ich bin das auch nochmal. Es kommt auf den Pressefotos immer gut, wenn ich mich mit schönen Frauen ablege. Warte. Genau, genau. Also, aber das nebenbei, aber da fragt man sich natürlich schon, warum machen wir hier Verfassungsschutz? Also warum, also das heißt, wir haben die Idee für die Veranstaltung war, wir machen Verfassungsschutz von unten, weil man sollte sie sich ab und zu mal angucken und eigentlich sehen, was man einfach hier für eine freiheitliche, tolle Verfassung hat. Ja, es gibt Länder auf der Welt, da ist das nicht so selbstverständlich. Ja, und von daher ist es auch wichtig, dass man da mal reinguckt oder sich zumindest klar macht, dass man hier viele Freiheiten hat, die es woanders wohl nicht so einfach gibt. Und sich, dann kann man sich dafür einsetzen. Und dann sollte man vielleicht auch zum Wählen gehen. Aber gut, du hast okay. mir das so erklärt. Nur was man kennt, kann man verstehen und das kann man schützen. Ja, erstmal kann man es lieben und was man liebt, schützt man. Okay. Wer hat es denn in der Schule bekommen? Weiß ich nicht mehr. Das Grundgesetz. Okay. Und wer hat sie gelesen? Ein bisschen wie ein Erste-Hilfe-Kurs, ne? Hat man irgendwann mal gemacht. Genau. Das hat schon was Meditatives, wenn man da drin ist. Das stimmt schon. Okay, so